Was hat es mit Leistungsgerechtigkeit zu tun, wenn eine Pflegekraft für ein Jahresgehalt eines DAX-Vorstandes 156 Jahre arbeiten müsste? Was sagt das über eine Gesellschaft aus, wenn Menschen, die sich im jahrelangen Schichtdienst den Rücken kaputt machen, Altersarmut droht? Mit diesen Zuständen, liebe Genossinnen und Genossen, werden wir uns niemals abfinden. Es ist kein individuelles Versagen, es ist ein gesellschaftliches. Scham und Resignation müssen weichen, die Unzufriedenheit muss zur Anklage und zum Aufbegehren gegen die Verhältnisse werden. Es gilt noch immer, um es mit Karl Marx zu sagen, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Lasst uns diesen Parteitag als Aufbruch nutzen. Lasst uns darüber diskutieren, wie wir durch unsere Vielfalt verschiedene Milieus und gesellschaftliche Gruppen erreichen. Das ist doch gerade unsere Stärke, liebe Genossinnen und Genossen. Unsere Verantwortung ist groß. Für die Menschen, die Hoffnung in uns setzen. Und unsere Gegner sind mächtig. Lasst uns den Rücken gerade machen, den Kopf heben. Wir sind die Linke. Wer andere begeistern will, muss selbst begeistert sein. Und alle, die gerade zuschauen und die sich wie wir nicht damit abfinden wollen, mit den gesellschaftlichen Missständen, all die will ich einladen, sich uns anzuschließen. Man kann die Linke wählen, das sollte man auch unbedingt tun. Man kann aber auch Mitglied werden bei der Linken. Man kann online eintreten, ob an den Küsten oder im tiefsten Süden, ob Ost oder West, ob Stadt oder Land. Wir haben überall noch Plätze frei und wir freuen uns, wenn ihr dazustoßt. Es lohnt sich, weil wir eine Welt zu gewinnen haben. Vielen Dank.